So, Hallöchen, ich habe da mal was vorbereitet. Noch. Also, erstmal geht es hier um diese kleinen Step-Up-Regler. Die habe ich vom Thorsten bekommen. Sein Kanal und das betreffende Video werde ich mal unten hier drunter verlinken. Und er hatte sich davon 10 Stück gekauft, hatte sich zwei genommen und die wollten nicht. Und ging davon aus, dass sie alle nicht wollen. Er hat jetzt aber noch 6 Stück, die funktionieren. Zwei, die wohl nicht funktionieren. Und zwei, die habe ich gekriegt. Er hätte mir auch noch mal gerne noch die kaputten zuschicken können. Hat er nur leider vergessen, hätte er mit reinpacken können. So, ich muss jetzt einmal noch mal was tun. Und zwar, Thorsten, ich drehe das Ding jetzt erstmal im Uhrzeigersinn wieder in die ganze Ecke zurück. Ich habe das hier schon, habe hier schon was gemacht. Deswegen mache ich das Video gerade noch mal. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich glaube, das liegt aber auch an meiner Spannungsquelle. Ich habe jetzt nur leider nichts anderes da. So. Du hast die Dinger so bekommen. Ich habe das Ding jetzt wieder zurückgedreht. Und du hast sie angeschlossen mit Spannung. So, ich muss erstmal hier meinen Strom wieder runterdrehen. Ich begrenze den auf 500 mA. Da sind jetzt 3 Volt drauf. Noch nicht. Also ich habe es noch nicht eingeschalten. Ich kann das jetzt hier schlecht zeigen. Jetzt mache ich diese Kroko-Klemme da dran. Dann nehme ich nochmal das Multimeter. Ja. Ich war auf 10 Ampere. Wie gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Hier sind auch Krokoklemmen dran, das sind meine Messspitzen, da kann ich Krokoklemmen draufstecken. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die jetzt sogar so rankriege, ohne dann einen Kurzschluss zu kriegen. Weil das habe ich mich schon verursacht. Masse geht ja noch, aber bei Plus, da muss man aufpassen, die sind auch so scharf, die. Deswegen heißt er ja Krokoklemmen. Dass sie mir bis auf die Massefläche neben dem Plusausgang gekommen sind. So, am besten ist, ich packe da mal was unter. Habe ich hier was? Ja, meine TARDIS. Dann könnt ihr das sehen. So, ich schalte mal ein. Ich bin jetzt bei 3 Volt, 500 Milliampere und ich habe keinen Ausgang. Jetzt habe ich wieder Kurzschluss. Immer noch Kurzschluss. Ich sollte jetzt die circa 3 Volt messen. So. Jetzt habe ich hier die 3 Volt. Und ich versuche das jetzt mal zu drehen, ohne dass es hier weggeht. Und dann kannst du kurbeln, 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 bis und geht nicht mehr. Und ich kurbel, ich drehe jetzt in die Richtung, also in die Richtung zum Multimeter hin. Und dann kannst du wirklich kurbeln, kurbeln, kurbeln. Ja, das ist so fragil hier mit diesen Klammern. Immer noch bei 3 Volt. Und kurbeln und kurbeln und kurbeln. Jetzt hat man es gesehen. Jetzt ist er gekommen. So. Ich habe da eine ganze Weile gekurbelt. Jetzt kann ich es einstellen auf bis 27 Volt, glaube ich, ging der hier. Komm hier. Bis 27,5 Volt. So, ich drehe den jetzt mal runter auf 12 Volt circa. So. Und ich habe jetzt am Eingang 3 Volt und 0 Ampere. Er zieht da noch keinen Strom. Zumindest nicht, dass das Netzteil hier was anzeigt.
Wenn ich jetzt mit der Eingangsspannung hochgehe, 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8 Volt, 9 Volt, 10, 11, 12. Da steigt er schon. Und wenn ich jetzt auf 13 Volt gehe, 14 Volt, 15 Volt, 16, 17, jetzt bleibe ich bei 17 Volt. Jetzt nimmt er nämlich die Eingangsspannung. Da regelt er hier nicht runter, nicht aktiv wieder zurück auf das andere. Und wenn ich jetzt hochdrehe, dann kann ich wieder dahin, also der Bereich ist sehr klein, dann kann ich hier wieder regeln. Also das ist ein sehr kleiner Bereich. Der ist sehr weit am Ende, wenn ich hier hin, der ist sehr weit am Ende. Ich weiß nicht, an welche Ecke er hier rüber geht, ob er auf Masse oder auf Plus geht. Weiß ich nicht. Das ist ein sehr kleiner Bereich. So, wie gesagt, ich habe da schon mal was vorbereitet. Mit diesen Klammern hier, das ist wirklich echt fragil. Da muss man wirklich löten. Darum. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar habe ich schon bei einem gelötet und an dem habe ich auch noch einen Widerstand gelötet. An eine Seite. Und jetzt liegt das, das habe ich jetzt schon bemerkt, wohl an meinem Netzteil. Allerdings können wir hier einmal nochmal den Widerstand messen. Der soll jetzt so, müsste jetzt so um 3 Ohm haben. 2,8 Ohm. Und jetzt messe ich den Strom. Den Strom messe ich jetzt in Reihe. Den kann ich ja nicht parallel messen. Parallel kann ich nur den Spannungsabfall messen. Dazu muss ich aber auf Ampere gehen. Auf Ampere. Jetzt wird die Urne gefallen. Mach mal so. Dann kurbel ich den hier nochmal runter. Mach mal ein Stück. Strom, mach mal das Netzteil aus. Dann mache ich da wieder Strom rein. Gelb ist Plus, Schwarz ist Minus. Und jetzt schalte ich mal das Netzteil ein, aber ich schalte auf 3 Volt. Und den Strom stelle ich mal auf 0 und mach mal ein. Und jetzt sollte er circa 1 Ampere anzeigen. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, naja, 720 mA circa. Es kommt hin. So, ich gehe jetzt mit dem Netzteil aber auf die vollen 5 Ampere, weil der Ausgang soll angeblich 2 Ampere können. Und jetzt drehe ich mal hier hoch. 1 Ampere. Und dann fängt er an zu springen. Ich glaube, das kann mein Netzteil nicht, weil das ist auch nur ein Schaltregler. 1, und ein bisschen. Und zieht am Eingang teilweise bis zu 5 Ampere kurzzeitig. Er versucht es hochzuregeln. Aber mein Netzteil meint wohl, das geht nicht. Ich habe jetzt hier keine Batteriespannung, wo ich das machen könnte. Am Eingang zieht er jetzt 1,8 Ampere und da, na jetzt sagt er Minus, weil ich verkehrt rum angeschlossen habe, ist nicht so schlimm, 1 Ampere. Also im Moment ist es nicht effizient. Mehr kann ich im Moment so nicht testen. Dazu müsste ich eine andere Spannungsquelle haben und zwar eine Akku. Aber ich habe keinen Akku im Moment da, der so viel Strom kann. Und Lithium-Ionen möchte ich nicht nehmen. Was ich jetzt hier habe, das passt dafür nicht. Wenn ich jetzt so eine 18650er Zelle benutze und die wird mit 3, 4, 5 Ampere belastet, ich glaube, das nimmt die mir sehr übel. Das möchte ich nicht tun. Müsste ich mir was ausdenken. Aber Thorsten, du wolltest das ja eh machen mit der Effizienz messen. Wenn das so weit hinhauen sollte, ich habe eine Verwendung habe ich dafür. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Und zwar habe ich ein CB-Funkgerät, das braucht 2 Ampere. Und das wollte ich eh auf Lithium-Ionen-Akku laufen lassen. Und das ist dann gar nicht so verkehrt, weil ich brauche ungefähr 13,8 Volt bei 2 Ampere im Maximum dafür die. Und das ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich habe hier irgendwo habe ich so einen kleinen Akkupack. Der ist zwar noch auf 18 oder 21 Volt geschalten, aber den wollte ich dann alle Zellen auf parallel drehen. Und dann wäre so ein Teil gar nicht verkehrt. So, aber du hast gesehen, die beiden funktionieren. Die funktionieren beide. Und du musst sehr weit kurbeln. Sehr weit kurbeln. Also ich habe hier musste wirklich sehr weit kurbeln, bis der anfing zu regeln bei einer niedrigen Eingangsspannung. Oder allgemein schon. Ich weiß nicht, warum sie dann 100K genommen haben. Ist das ein 100K? Ja. Der hätte auch ein 10K hätte ausgereicht. Warum sie ein 100 genommen haben, weiß ich nicht. Ein 10K hätte gereicht. Gut. Oder ein 500 Ohm. Nee, 100K. 50K hätte auch gereicht. Gut, das wollte ich nochmal zeigen. Also es funktioniert. Einwandfrei. Und danke, dass du mir die zugeschickt hast. Wie gesagt, du hättest mir auch noch die kaputten mit reinpacken können. Hast du aber leider nicht. Hast du ja vergessen. Naja, ist egal. Denn danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.